In der letzten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Nach einem kurzen Bergpfad sind wir in Goronia angekommen und wie es aussieht, stecken die Goronen in großen Schwierigkeiten. Sie kommen nicht mehr in ihre Essensvorratkammer, deshalb machen wir uns auf den Weg zu Darunia, dem Boss der ganzen Goronen. Allerdings will er uns wohl noch nicht helfen, denn davor müssen wir noch in die Lost Woods, wo wir Salia getroffen haben, die uns Salias Lied beigebracht hat. Und das wird uns auf jeden Fall helfen, denn dazu kann unser werter Herr Darunia richtig abdancen. Und am Ende haben wir uns in den Lost Woods einfach noch nach ein paar Collectibles umgeschaut. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Wir sind hier letztes Mal in den Lost Woods stehen geblieben und die werden wir jetzt noch ein bisschen erkunden, denn hier gibt es natürlich einige Secrets zu entdecken. Und okay, ich muss erstmal gucken, welche Wege hier halt wohin führen und wie man erkennt, ob ein Weg irgendwo hinführt. Lass mich das mal ganz kurz überprüfen. Wenn ich hier so hingehe, ja okay, dann sieht man das. Wenn ich hier so hingehe, dann sieht man, dass es hier nichts ist. Wenn ich hier so hingehe... Okay, dann sieht man, dass du das ist. Alles klar. Das kann man also ganz easy überprüfen. So, was ist hier los? Das sieht irgendwie so nach einer Zielscheibe aus. Also lass mich da mal drauf schießen. Was genau passiert da? Wenn man eine bestimmte Anzahl auf die 100 trifft, bekommt man was genau? Fantastisch, du hast dreimal ins Schwarze getroffen. Dein Talent soll nicht ohne Lohn bleiben. Hier, nehmen dies an dich. Mehr Deko-Kerne? Sind es mehr Deko-Kerne? Yo, ja moin, 50 Deko-Kerne. Geilo. Supi, supi. Finde ich cool. Alles klar. Was haben wir hier unten noch so? Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Aha. Müssen wir hier wieder Salias Lied spielen? Oh, stimme in unser Lied mit deiner Ocarina ein. Was ist das denn? Was ist das denn? WTF, Junge? Hä? Das ist ein ganz ein weirdes Lied. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Willst du mich verarschen? Okay, okay. Das müssen wir also ein paar Mal machen. Oh, jetzt ist es ein blauer Rubin. Komm, gib mir bitte ein Herzteil. Habe ich es geschafft? Oh nein, nochmal. Oh Gott. Okay, komm. Oh Gott. Okay, komm. Scheiße, was kam als nächstes? X, A, X, L. Hä, danach kam L. Was ein Betrug? Yes, komm schon, das war's jetzt. Ja, komm, gib mir ein Herzteil. Ja, es hat sich gelohnt. Oh, vielen Dank, ey. Okay, gibt's noch mehr zu erledigen hier in den Lost Woods? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich guck mich mal weiter um. Ich meine, viel mehr gibt's ja hier auch nicht mehr tatsächlich. Also hier muss ich noch gucken. Ja, okay. Hier geht's noch hin. Wobei das hier direkt zu den Goronen führt, wenn ich das richtig sehe. Oh, und das führt auch zu irgendeinem Raum. Oh, das ist das mit den Soras. Hier geht's nirgends hin. Ah, hier geht's aber wohin. Puh, okay, das ist natürlich kritisch. Geht's hier wohin? Ja. Aber das sind, glaube ich, alles nur so Dinge, wo man zu Salia kommt. Nein, tatsächlich nicht. Okay, was bist du denn, mein Kumpel? Bist du auch so ein komischer Händler? Hi, wie geht's dir? Vergib mir, darf ich dir die Kunde anbieten? 5 Stück kosten 20 Rubine. Nein. Bye, bye. Okay, hi. Wie geht's dir da oben? Komm her. Ja, sehr schön. Hallöchen.
Ein Stück kostet 15 Rubine. Ein Dekostab 15 Rubine. Was bist denn du für ein Halsabschneider? Boy. Oh, warte mal. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Wo geht's denn hier hin? Oh, Huch. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Hallo? Was bist du? Was bist du? Müssen wir hier die Pflanzen gießen oder was ist hier? Gucken wir mal. Waldbühne, wir warten darauf, dass du uns deine hässlichste Fratze zeigst. Einzigartige Preise zu gewinnen. Deine hässlichste Fratze. Ach so. Okay, ja, pass auf. Dann machen wir das hier mal, gehen wir jetzt hier hin und dann setzen wir sie auf. Hallo. How is it going? Ich bin übrigens super scheiße hier gekleidet. Oh, ja, hat's euch gefallen? Was genau bringt mir das jetzt? Dass es euch gefallen hat? Hä? Was genau bringt mir das jetzt? Oh lol. What the hell? Der uralte Typ kommt raus. Meine Brüder und ich sind uns einig. Du siehst genauso aus wie unser heiliges Totem. Nimm diese Dekostäbe als Zeichen unserer Ehrfurcht. Zudem werden wir dafür sorgen, dass du nun mehr tragen kannst. Hobrobbel, Kadobbel, Katzabarobbel. 30 Dekostäbe. Ja, moin. Alles klar. Hier haben wir das auch hinter uns. Alles klar. Okay. Sehr schön. Haben wir es ja hinbekommen. Gut, aber jetzt, glaube ich, haben wir alles gesehen hier in den Lost Woods. Ansonsten lasst mich das mal ganz schnell noch überprüfen. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sammeln hier jetzt erstmal die goldenen Skulltullers. Hier draußen gibt es nämlich auch noch eine. Ja, wie gesagt, ich gucke halt bei den goldenen Skulltullers immer nach, welche es hier so zu sammeln gibt, nachdem ich hier ein Gebiet abgeschlossen habe. Und hier hinter diesem Haus der Wir wissen alles, Brüder, gibt's zum Beispiel eben diesen goldenen Skulltuller-Medaillon-Dingsbums. Genau, das war aber auch der einzige, den es hier im Kokiri-Wald gibt. Der Rest ist jetzt da drin im verlorenen Wald. So, hier direkt beim Ausgang von den Goronen gibt's einen tollen Käfer. So ein Käfersammelpunkt. Und hier müssen wir jetzt erstmal hier rüber an diesem Typen vorbei, dem wir Salias Lied vorgespielt haben. Und dann können wir hier den Käfer einpflanzen. Ja. Und dann bekommen wir eine Skulltulla. Und es gibt noch, also es gibt insgesamt drei, also zwei werden wir noch brauchen hier. Die werde ich euch dann gleich zeigen, nachdem wir hier die Skulltulla eingesammelt haben. So, perfekt. Und übrigens, wie es aussieht, haben wir genug Herzteile gesammelt, um inzwischen das sechste Herz bekommen zu haben. Jawohl. So, hier beim Goronenausgang einfach nochmal rechts. Au, das war nicht so gut. Hier rechts. Dann nochmal links. Dann nochmal links. Kann das sein? Ja. Genau, und hier gab es ja auch so ein Loch, wo wir was einpflanzen mussten. Da oben, genau. So, perfekt. Hier können wir auch mal kurz so einen Käfer rauslassen. So, bitte verkriecht euch da rein. Das wäre sehr nett von euch. Dankeschön. Perfekt. Dann fehlt uns nur noch eine goldene Skulltula. So, und ich hoffe, ihr seid mir da auch nicht böse, dass ich diese goldenen Skulltulas halt online nachschaue. Weil, naja, ich meine, so speziell sind die jetzt auch nicht. Ich meine, ich will halt die 100% haben. Einfach aus dem Grund, weil ich die 100% haben will. Ja. Genau. Und jetzt müssen wir nochmal zurück. Toll. Wir müssen nochmal zurück in den Kokiri Forest. Habe ich mich vorher verlesen. Shit. Wir müssen nochmal zurück. Warte, das machen wir ganz easy. Hier einfach einen falschen Weg nehmen. Und jetzt müssen wir zum Shop, wo wir uns unser Deko-Schild gekauft haben. Das heißt, es dürfte hier hinten irgendwo sein, glaube ich, ne? Ja, perfekt. Genau hier wollte ich auch hin. Und hier sollte irgendwo so eine Stelle sein, wo wir die Käfer reindroppen können. Und dann sind wir auch schon fast fertig mit den Lost Woods. Es fehlt noch eine wichtige Kleinigkeit.
Die werde ich euch gleich zeigen, und zwar, wenn wir auf dem Weg zu Salia sind. Da gibt es noch eine sehr wichtige Sache, die wir etwas übersehen haben. Und zwar erkläre ich euch auch gleich, warum wir das übersehen haben. Und zwar haben wir hier irgendwo eine kleine, aber feine Sache vergessen. Und zwar sieht hier sehr verdächtig nach etwas aus. Das, hier bin ich sogar dran vorbeigelaufen. Aber es ist mir nicht aufgefallen. What the hell? Wisst ihr? Das ist halt schon ein bisschen peinlich, aber jetzt fangen wir uns erstmal hier eine Fee, damit wir immer wiederbelebt werden. Und, gibt es hier auch so eine große Fee oder ist es jetzt einfach nur zum Heilen? Nee, anscheinend so eine große Fee ist hier nicht, ne? Oder sehe ich hier was falsch? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Nee. Ich glaube, so eine große Fee ist hier nicht. Hm, okay. So, ich frage mich ja noch immer, was diese Vase hier, was es mit dieser Vase hier auf sich hat. Können wir da theoretisch nicht einfach reinrollen? Irgendwie, wenn wir da einen Glückstreffer landen, sollte das doch möglich sein. So, komm, jetzt. Oh, schade. Naja, ist egal. Warte, ich habe die perfekte Idee. Das Ding sprengen. Das sollte doch eine Möglichkeit sein, oder? Das Ding sprengen, das muss eine Möglichkeit sein. Komm schon. Oder? Warte. Aber ist jetzt auch egal. Wir kümmern uns erstmal um den guten Herrn hier und spielen Sarias Song. Das war falsch. So war's richtig. Ha! Ich brauche keine Notenblätter. Ich bin so auch schon der Beste, Leute. So, Salias Lied. Nein. Will ich mit Salia sprechen? Ich weiß es nicht. Nein. Hallo? Boy. Muss ich hier wirklich so direkt vor dir stehen, damit du es checkst? Bist du wirklich so taub auf den Ohren oder was? Dass du es nicht checkst, wenn ich da einen Meter vor dir stehe? Muss ich 10 cm vor dir stehen? Ja. Okay, du bist also ein tauber alter Sack. Und was war das für ein Gesumme? Alter, die haben schon YouTube-Kacke Best-Offs gemacht, damals 2000 und wann auch immer das Spiel rauskam. 2013, beziehungsweise 1998 original damals. Klasse. Ja, das geht ab. Dumm, die dumm, lalala. Ein Klasse-Takt. Ich fühle mich wieder richtig jung. Das kribbelt in den Beinen. Juhu! Weiter so! Oh, das war klasse. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin der Runia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den Heiligen Stein des Feuers. Der Heilige Stein des Feuers, auch als Goronenrubin bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweist dich, indem du die Kreaturen in Dodonges Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der Heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst du sogar schwere Dinge wie Donnerblumen mit abheben. Nice, das Goronenarmband, Freunde. Das wollte ich haben. So, haben wir das jetzt dauerhaft ausgerüstet? Sehe ich das richtig? Na, dann können wir jetzt versuchen, diese Vase zu sprengen. Lasst uns das mal versuchen. Aber bevor wir das machen, muss ich ja mal ganz kurz irgendwo so eine Bombe überhaupt auftreiben. Wo bekomme ich so eine Bombe her? Hier von den Lost Woods, oder? Wenn die hier noch sind, ja. Sind hier noch. Ich hoffe, das Ding explodiert mir jetzt nicht in der Hand. Naja, okay. Wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle, dann könnte es klappen. Okay, komm. Wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle, könnte es klappen. Hat's? Nee. Nee. Ach so, hier oben gibt's auch eine. Ja, die hier oben ist natürlich viel einfacher. Okay, komm her. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Hm, komm, einen Versuch gebe ich ihm noch. Ansonsten muss dieses, ja, ich schätze mal, dass es ein Herzstück ist. Ein Herzstück vor allem. Gut übersetzt, Raffi. Ja, ich meine, auf Deutsch übersetzt 1:1 Herz, heißt es Herzstück. Heartpiece, Herzstück. Aber, whatever. So, habe ich es geschafft. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Und gucken wir, was es ist. Entweder irgendein Special-Item von den Goronen oder es ist ein Herzteil. Es ist ein Herzteil mit ein paar Rubinen. Ja, das ist doch was Schönes. Das ist doch was Schönes, meine Freunde.
Nice. Ey, das Corona-Armband sieht richtig fresh aus, Link. Richtig fresh, Diggi. Wie sieht es denn hier mit der Ausrüstung aus? Ah ja, okay. Ein Herzteil haben wir erst wieder. Aber wir haben ja schon wieder 6 Herzen. Das ist eigentlich ziemlich nice. Und 94 Rubine. Also ich bin derzeit sehr zufrieden, wie es läuft. Ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal ganz schnell raus. Und dann kümmern wir uns im nächsten Part um, ja, den guten Dodongo. Übrigens ein cooler Fun-Fact, den ich hier noch habe. Der Kommentar ist schon etwas älter, aber ich wollte ihn trotzdem vorgelesen haben von Miegel. Ich denke, die zwei Männer aus der London Farm sind Easter Eggs. Der eine ist groß, hat einen Bart und ist grün angezogen. Sieht aus wie Luigi. Der andere Bauer sieht aus wie Mario. Klein, fett, rund, rot, blau angezogen. Auf Epona kannst du erst später, wenn du alle 3 Steine hast, reiten. Das wird übrigens Kerstin auch geschrieben. Epona spielt erst später eine Rolle nach den 3 Steinen. Und wir sind ja jetzt erst beim ersten Stein. Nee, warte, Entschuldigung. Beim zweiten Stein. ja, genau. Also, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Wir können ja noch ganz schnell hier die Bombe runterwerfen. Das, ja, genau. Hab ich es noch richtig in Erinnerung gehabt? Hier schnell die Bombe runterschmeißen und dann wird der Eingang freigesprengt. Perfekt. Na, wunderschön. Huch. Ja, ich wusste doch, dass uns hier noch was fehlt. Hier ist eine Wand, die hochgebombt werden kann. Die Bombe nehme ich gerne an mich. Denn hier ist auch noch der Typ, der hier rumrollt. Oha, warte. Ich würde gerne diese Bombe nochmal nehmen. Hallo. Bitte einmal so. Und dann nehmen wir diesen Typen und schmeißen die Bombe da auf ihn. Ja, komm. Ah, hat nicht so ganz geklappt, ne? Hat nicht so ganz geklappt. So, schmeißen wir die Bombe da nach vorne. Das hat auch nicht so ganz geklappt. Es hat gezählt. Okay, nice. Digi, du bist ja ein fetter Oschi. Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Ich war gerade so schön in Fahrt. Auf diese Weise kann man wunderbar Stress abbauen. Lass mich jetzt weiterrollen. Warte mal. Warte mal, was? Ich dachte, da stand, ich bekomme eine Belohnung. Junge! Du Betrüger! Mann! Hier steht's doch, weiß auf braun. Gelingt es dir, mich mit einer Donnerblume zu stoppen, belohne ich dich. Versuche es mehrmals. Ach, mehrmals. Okay, mehrmals hat auch nichts gebracht. Jetzt würde ich noch gerne wissen, wohin dieser Weg hier führt. Ah, warte. Da brauche ich nochmal so eine Donnerblume. Sag mal, wo führt denn dieser Weg hin? Das gibt's ja nicht. Gucken wir mal, wo dieser Weg hinführt. Das würde mich nämlich schon interessieren. Let's look. Alter! Diggi, was geht mit dir ab? Ich habe dir gerade einen etwas sehr interessanten, doch ich denke, es wird noch eine Weile dauern. Ich schätze, in 5 Jahren oder 6 Jahren dürfte es fertig sein. Aha, hier müssen wir also hin, wenn wir erwachsen sind. Sehe ich das richtig? Okay, sehr nice. Okay, und jetzt, Leute, sehen wir uns im nächsten Part bei Dodongos Höhle. Bis dahin und tschüss. Roll mich nicht nieder.